Auf dem Weg zu Autos. Autos, die anders sind. War es ja mal absolut komplett. Habe ich zu viel versprochen, Freunde? Ich sehe hier gerade vor mir einen 918 Spider. Das ist ein absolutes Traumauto, Freunde. Ich kann ihn leider nicht so wirklich von vorne filmen, weil hier der Winkel ungünstig ist, aber also was hier alles drin steht, Grüße gehen raus, Deals and Wheels, Grüße gehen raus an Mo Vlogs. Also hier steht GT3 RS, als wäre es ein Golf. Hier haben wir einen guten Aston. Hier AWSV, oder? Oder ist es ein normaler? Es ist der SV. Alles klar. Ja, da hinten, LaFerrari als, schon wieder ein LaFerrari sozusagen, ne? Der zweite dann, den ich hier sehe. Oh, da ist, nee, sogar der dritte, sorry. Entspannte Lage. Ja, ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen wortlos. Ach, da steht noch ein SV, klar. Kein Thema, alles klar. Das ist ein 458. Der Speziale hat nämlich hier hinten die zwei Auspuffrohre, die wir da sehen können. Richtig geiler Wagen. Ich muss sagen, so 458, 488 feiere ich übertrieben. Wahrscheinlich den 458 sogar noch einen Ticken mehr wegen dem Saugermotor. Hier haben wir den F12. Krankester Sound ever, Alter. V12 Sauger. Mega geil. Wahrscheinlich ich gerade so auf Auto-Experte. Ja, Leute, haben wir den Motor kommen als Mord. Was ist denn das hier? Okay, das ist ein 458 Speziale Cabrio, meine ich. Alter, das ist ein Traumauto für hier. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Dieser Wagen hier, diese Farbe, das ist ein richtig... Sein, dass der Beste ist, oder? Nee, jetzt wollt ihr den. Der da. Alter, der ist so nice, Mann. Also Freunde, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ultimativst überwältigt. Danke nochmal, dass du mir alle diese Autos hier drin zum Geburtstag hast. Das ist gar kein Problem. Wirklich, das ist mega sweet von dir. Hast du den Iced Out Arthur da hinten? Iced Out? Oh. Okay, der ist tatsächlich Iced Out. Oh, da steht, glaube ich, noch ein SLS Black Series. Der neue Lamborghini Urus steht hier auch. Ey, Digga, was sind hier für Autos, ja? Late night und ich zieh am Plan, zieh am Plan. Ich sag, Bruder, ruf mich jetzt nicht an, ey, jetzt nicht an. Ich chill gerade im Durex, so wie Fift. Ja, iced out. This dude ist iced out. So, Freunde, da ich mich mit McLaren nicht ganz auskennt, wurde ich hier gerade berichtet, dass das hier der P1 ist. Ich dachte, es wäre ein 27S. Shame on me, Alter. Ey, der sieht ein bisschen aus wie der Phaeton von vorne, ich schwöre. Aber ich wusste nicht mal, dass es den gibt, ein viertürigen S-Mann. Ich wusste auch nicht. Hier eine S-Klasse, S500. Kann man halt auch mal machen, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist crazy, man. Dieses Ding sieht so abgespaced aus. Guckt euch den mal von hinten an. Wir haben hier den SLS Black Series. Ich bin absolut überwältigt von dem Auto. Ich liebe erstens diesen Motor, der hier drin verbaut ist, weil ich einfach eine emotionale, persönliche Bindung zu diesem Motor habe. Dieses Auto ist halt einfach ein Klassiker und es ist wunderschön. Hier in Black Series ist es natürlich das Ganze nochmal ein wenig auf die Spitze getrieben, ne? Aber Mann ey, was ein Auto. Ja Freunde, so sah das Ganze bei mir hier heute aus. Wir sind hier in der Business Class geflogen. Zum Glück, ich habe nämlich ein Upgrade bekommen. Es ist sehr interessant gewesen, hier zu fliegen. Ich habe mir viel ungesundes Essen reingezogen. Nee, Spaß, war echt gutes Essen dabei. Habe dann aber noch ein paar geröstete gesalzene Nüsse gegessen. War nicht so nice. Ein, zwei Filme reingezogen. Mega schnelle Nummer. Jetzt sind wir in Frankfurt. Geil, dass wir jetzt noch 1,5 Stunden mit dem Zug nach Hause fahren dürfen. Keine Grüße gehen raus bei 2 Grad in Deutschland. Ich bin hier gerade noch ein wenig am Schnibbeln von diesem Video. Ich muss echt sagen, ich finde es richtig krass, was dort in Dubai für Autos rumheizen. Absolut inspirierend. Wahrscheinlich inspirierend, oder? In dem anderen Raum waren da noch Rolls Royce. Die habe ich leider nicht mehr abgefilmt. Hätte ich noch machen sollen. Ich muss sagen, ich feiere die Stadt extrem. Ich finde, es hat sehr, sehr viel Spaß dort gemacht. Ich finde es halt auch einfach nice, dass es dort warm im Winter ist. Ne? Also ich will auf jeden Fall mal wieder dorthin gehen und ein bisschen meine Zeit dort verbringen. Übrigens, cool, dass der Vlog mit Younes so gut angekommen ist und auch mit Zeigern. Vielen, vielen Dank für euren Support an der Stelle. Ich schaue mal, ob ich mit den beiden mal wieder was starte. Mit Younes bestimmt. Ich bin auch mit ihm in Kontakt. Mit Zeigern mal schauen. Der ist ja auch ziemlich viel unterwegs und auch ziemlich busy. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Freut mich. Was ich noch mal kurz zu dem Interview mit Zeigern sagen wollte. Viele hatten da kritisiert, dass ich zu viel von mir selbst erzählt habe. Da habe ich vielleicht einen falschen Titel gewählt. Im Endeffekt hätte ich das Gespräch mit Zeigen nennen sollen, weil ich wollte ihn klar Fragen stellen, aber ich wollte auch so ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen, weil ich bin in dem Sinne ja nicht der Typ, der Interviewer ist, der eine Reportage über ihn macht oder sowas, sondern ich bin der sich Tipps von ihm holen will. Ich bin der
ihm nacheifert in dem Sinne unternehmerisch. Und deswegen wollte ich auch ein bisschen was zu mir erzählen. Ich meine, auf dem Kanal geht es ja eigentlich auch um mich. Deswegen habe ich das so gestaltet, nur dass die Leute da Bescheid wissen, die dort was geschrieben hatten. Sonst trotzdem, ich fand es ein sehr gutes Video, geiles Feedback auch von euch, Freunde. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind raus mit den Dubai-Vlogs. Sehr, sehr schade, aber jetzt kommen noch ein paar coole. Ich fahre jetzt nämlich nach Ischgl morgen und dort werde ich auf jeden Fall auch ein paar geile Vlogs starten. Dann bin ich noch in Berlin, also dann werden wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, noch ein paar coole Videos zu bringen. In diesem Sinne, meine Friends. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Cool, dass es hier auf dem Lifestyle-Channel gerade gut läuft. Wir haben die 700k geknackt. Passabel. Ja, würde ich sagen, Leute, haut rein. Wir sehen uns wahrscheinlich passabel.